Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Absurdstrategien.tv. Heute mal aus einer etwas anderen Perspektive. Ich bin gerade noch zu Hause bei mir im Arbeitszimmer und im heutigen Video geht es um ein Buch und zwar dieses hier. Aber es ist keine Buchempfehlung, sondern eher eine Analogie. Das Buch hat etwas mit Angst zu tun und um Angst soll es heute in diesem Video auch geben, nämlich die Angst des Optionshändlers beim Rollen. Es ist früher Morgen, ich bin jetzt kurz davor loszufahren ins Büro und wollte noch schnell dieses Video aufnehmen, weil gestern habe ich wieder etliche Mails bekommen, wo eine Situation beschrieben wird, die gerade an den Märkten wieder sehr, sehr aktuell ist und die einige, gerade die Neueinsteiger, etwas mit Angst da lässt. Und da fiel mir ein Buch ein, was ich zu Hause habe, nämlich dieses hier, ich zeige es euch mal. Das heißt, die Angst des Tormanns beim Elfmeter ist von Peter Handke. Große Literatur, wahnsinnig schwer zu lesen, fand ich zumindest. Ich habe es, glaube ich, mit Mühe und Not geschafft, mir dieses Buch einmal wirklich komplett reinzuziehen vor vielen Jahren. Und es ist eines der Bücher, was ich im Regal stehen habe, aber wo ich jetzt nicht zwingend nochmal das Ganze lesen muss. Aber ich fand den Titel sehr, sehr inspirierend, nämlich die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Und wenn wir das mal als kleine Analogie nehmen, dann ist es doch so, natürlich, ich habe jetzt selber nie aktiv Fußball gespielt, deswegen weiß ich es nicht so 100%, aber es ist ja schon so, dass ein Tormann wahrscheinlich Angst beim Elfmeter hat, genauso der Schütze hat wahrscheinlich noch mehr Angst beim Elfmeter. Und in der speziellen Situation wird es ja schon etwas sehr, sehr Entscheidendes sein. Also du hast ein Spiel, vielleicht ist es sogar ein besonderes Spiel, vielleicht ein Endspiel oder es geht um Abstieg oder ob du Meister wirst oder nur Vize oder Pokal oder was auch immer. Und jetzt ist es genau dieser eine Elfmeter, der darüber entscheidet, ob du am Ende als Gewinner oder als Verlierer vom Platz gehst. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ein Elfmeter wird natürlich nicht über eine Fußballerkarriere entscheiden. Das heißt also, wenn jemand vielleicht in der Bundesliga spielt, Champions League, in Italien, in England, wo auch immer, in Spanien, bei den großen Vereinen, da wird man am Ende seiner Karriere nicht sagen, weißt du noch, der hat damals diesen einen Elfmeter verschossen. Und selbst wenn es so wäre, Uli Hoeneß, ne, ja auch mal einen sehr, sehr berühmten Elfmeter verschossen. Die sich mit Fußball auskennen, die wissen das ein bisschen. Trotzdem wird man sagen, er hat im Fußballbereich eine gute Karriere gehabt. Jetzt wird man, ist das vielleicht nicht so das optimale Beispiel, weil da werden viele jetzt wieder gleich eine ganz andere Assoziation haben. Was ich damit nur ausdrücken möchte, ist, im Einzelfall mag dieser Elfmeter sehr wichtig sein für dieses Spiel, vielleicht für die Meisterschaft. Im Hinblick auf eine ganze Karriere ist es aber relativ irrelevant, ob dieser eine Elfmeter gelingt oder nicht. Und jetzt kommen wir zum Optionsverkaufen. Ihr wisst, beim Optionsverkaufen gibt es ja quasi die Umkehrung des klassischen Trading-Spruches Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Wir wissen, dass wir beim Optionsverkaufen die Gewinne gar nicht laufen lassen können, weil wir nehmen eine bestimmte Prämie ein und mehr als diese Prämie können wir gar nicht verdienen. Andersherum müssen wir uns aber natürlich auf die Begrenzung der Verluste konzentrieren und für jemanden, der etwas fortgeschrittener ist, sogar muss ich sogar darum kümmern, dass die Verluste, die einmal entstanden sind, weil eben eine Position gegen dich läuft, dass er die Minimum gleich behält oder aber im besten Falle sogar reduziert. Und dieses Reduzieren versuchen wir ja zu erreichen, indem wir Positionen rollen. Und jetzt passiert es nun hin und wieder mal, und zurzeit haben wir eine Menge Mails, was ist denn los im Crude Oil, was ist denn los im Erdgas, ich muss jetzt so oft hintereinander rollen, kann denn das überhaupt funktionieren? Und es ist quasi das, was ich meine mit hier, ne? Nicht die Angst des Tormanns beim Elfmeter, sondern die Angst des Optionsverkäufers beim Adjustieren, beim Rollen. Und viele Neueinsteiger haben jetzt Angst und sagen, was ist denn, wenn das jetzt bei diesem Rollen wieder nicht funktioniert? Was ist denn, wenn ich jetzt einmal gerollt habe und jetzt muss ich nochmal rollen und jetzt muss ich vielleicht nochmal rollen und am Ende stelle ich fest, es hat nicht funktioniert, ich muss glatt stellen und habe vielleicht sogar einen größeren
Verlust gemacht, als ich das am Anfang geplant habe. Und die Neueinsteiger, die noch nicht so viel Erfahrungen haben, weil sie es eben einfach noch nicht erleben konnten, aufgrund der kurzen Zeit, die sie an den Märkten sind, die haben jetzt so ein wenig Angst davor und sagen, naja, was ist denn, wenn das ganze Rollen überhaupt nicht funktioniert? Also die hinterfragen dann sofort das System. Und das ist aber ein falscher Ansatz. Ein Fußballer, der einen Elfmeter verschießt, würde doch niemals sagen, ich glaube, das mit den Elfmetern, das ist keine so gute Sache, lassen wir es doch lieber mal bleiben. Natürlich ist ein Elfmeter eine Chance, ein Tor zu erzielen mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Aber nicht jeder Elfmeter wird eben auch ein Tor am Ende werden. Und ja, vielleicht passiert sogar zwei- oder dreimal hintereinander, dass ein Spieler in einer Saison oder vielleicht sogar, wenn er Pech hat in einem wichtigen Spiel, vielleicht mal zwei Elfmeter hintereinander verschießt. Deswegen zweifelt der dann aber trotzdem nicht daran, dass das Elfmeterschießen an sich eine sehr, sehr positive Sache ist. Und genauso ist es hier beim Adjustieren, beim Rollen, beim Optionsverkauf. Natürlich wird es mal passieren, dass ihr adjustiert und es funktioniert nicht. In diesem einen speziellen Fall, weil eben die Volatilität noch weiter ansteigt, weil die Preise noch schneller sich bewegen und ihr kommt einfach gar nicht hinterher und dann müsst ihr glatt stellen und sagt, Mensch, jetzt habe ich hier so einen Verlust erzielt. Und die Neueinsteiger konzentrieren sich dann extrem auf diesen einen Trade und stellen dann ihr ganzes Trading in Frage. Und das ist aber ein falscher Punkt, denn jeder von euch, der schon länger dabei ist, der weiß, dass wir mit Hilfe des Adjustierens unsere Performance enorm nach vorn bringen. Ihr wisst, wir können rein von der Mathematik her, wenn wir sagen, es gibt eine bestimmte Rückkaufregel, es gibt eine bestimmte Regel zur Verlustbegrenzung, dann können wir gar nicht unendlich viel Gewinn machen. Also wer mit Optionsverkauf 300% im Jahr machen will, das wird nicht funktionieren. Das ist mathematisch gar nicht machbar. Was wir allerdings können, wir können mit Hilfe dieses Adjustierens, nämlich dass wir sagen, wenn einmal ein Verlust entstanden ist, dann können wir diese Verluste reduzieren und damit die Gesamtperformance unseres Depots nach vorn bringen. Das ist etwas, was hundertprozentig funktioniert. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr als Einsteiger gerade bei den ersten paar Mal Probleme habt mit dem Adjustieren, es ist ja auch ein bisschen ein Lernprozess. Am Anfang, wo soll ich den hinrollen? Mache ich aus einem Short Call nur einen länger laufenden, höher liegenden Short Call oder mache ich vielleicht einen Short Strangle daraus oder drehe ich vielleicht die ganze Position und wechsle von einem Short Call auf einen Short Put. Also das sind ja alles so Dinge, die man am Anfang erstmal erlernen muss und das dauert halt einfach eine gewisse Zeit. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass das System als solches perfekt funktioniert, wenn ihr gewisse Parameter einhaltet. Der allerwichtigste Parameter ist natürlich, dass ihr von Beginn an auf eine richtige Positionsgröße achtet. Wenn ihr zu große Positionen fahrt, also wenn ihr sagt, ich nehme jedes Mal eine Prämieneinnahme von 5-6% bezogen auf meine Kontogröße, dann werdet ihr mit Hilfe des Adjustierens wahrscheinlich entweder eine sehr, sehr gute Performance machen, also eine exorbitant hohe Performance, oder aber ihr werdet zwischenzeitlich solche hohen Verluste erleiden, dass ihr gar nicht mehr adjustieren könnt, entweder mental oder weil es die Margin nicht mehr hergibt. Und aus dem Grunde müsst ihr also eine vernünftige Positionsgröße fahren. Ihr wisst, wir empfehlen maximal, und das ist wirklich schon super, 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 hyper aggressiv, 2% Prämieneinnahme bezogen auf die Kontogröße. Je größer das Konto ist, umso kleiner sollte man das machen. Ich persönlich fahre mit Positionsgrößen im Bereich 0,3 bis 0,5%. So. Und dann müsst ihr einfach dieses Adjustieren quasi wie eine Maschine durchziehen. Und ihr werdet, wenn ihr im Jahr, sagen wir mal, 100 Trades macht, dann werdet ihr sicherlich 50 Mal werdet ihr adjustieren müssen. Also von 50 Trades werdet ihr 50, wenn ihr das richtig auswählt, also dass ihr mit dem Trend geht, dass ihr eine vernünftige Volatilität verkauft, dann werdet ihr schon aufgrund der Wahrscheinlichkeit, wenn ihr so am Delta 10 verkauft, bei Future-Optionen, beim Delta 15, bei Aktienoptionen, dann werdet ihr mit Sicherheit Minimum 50 Trades ohne jede Adjustierung ins Ziel bringen. Mindestens 50%, vielleicht sogar 60%. So, aber 50 oder 40 Trades aus diesen 100 werdet ihr adjustieren müssen.
Und da ist es jetzt überhaupt nicht entscheidend, ob ein einzelner Trade am Ende durch die Adjustierung noch den Verlust reduziert oder ob es sogar ein Gewinner wird oder ob es plus minus null wird, sondern es ist die Masse der Trades, die er da macht. Und gerade die Neueinsteiger erleben manchmal so eine Situation, dass sie sagen, ich habe jetzt zweimal adjustiert, das hat funktioniert und beim dritten Mal kriege ich jetzt gleich so eine Watsche vom Markt. Ne? Und dann stellen sie das System in Frage. Das System funktioniert. Ihr müsst es einfach nur durchziehen. Ne? Ihr müsst einfach sagen, okay, ich musste hier jetzt adjustieren, jetzt ist es wieder gegen mich gelaufen, jetzt bin ich wieder vielleicht 100% im Minus oder bei Aktien und so 200% im Minus, dann müsst ihr eben weiter adjustieren. Ne? Und wenn ihr dann sagt, okay, weil ihr es einfach mental noch nicht ganz versteht, oder also das ist überhaupt keine Kritik, sondern weil ihr das Vertrauen einfach noch nicht habt, und Vertrauen kann nur daher kommen, dass ihr so eine Situation erlebt habt und dass ihr diese Situation positiv abgeschlossen habt. So entsteht Vertrauen. Ne? Ich kann euch sagen, es funktioniert, das könnt ihr mir glauben, aber ihr müsst es selber einmal erleben. Und das Einzige, was ich euch da wirklich ans Herz legen kann, ist, handelt das einfach mal eine gewisse Zeit stoisch durch. Heißt es so, stoisch? Ich glaube schon. Ne? Also handelt das einfach mal konsequent durch. Macht also wirklich diese Adjustierungen, und deswegen am Anfang ja auch so wichtig, macht das mit kleinen Positionen. Egal wie groß euer Konto ist. Wenn ihr ein kleines Konto habt, okay, dann könnt ihr nicht sehr groß variieren. Aber wenn ihr ein Konto habt, 50.000, 100.000 oder noch mehr, dann fangt nicht an mit 4 oder 5 Optionen pro Trade, sondern macht einen einzigen. Ne? Macht kleine Trades, so damit ihr dieses positive Erleben habt, dass ihr sagt, hey, ich musste jetzt diesen Trade dreimal adjustieren, wobei dreimal schon sehr, sehr hochgegriffen ist. In der Regel, ich mache nie mehr als 2 Adjustierungen. Also ganz, ganz selten. Wir können es mal am Ende des Jahres nachschauen. Ich glaube, ich musste 1, 2 Trades vielleicht dreimal adjustieren. Also rein verlustmäßig. Wir adjustieren dann manchmal auch im Gewinnfall, dass wir sagen, hey, wir haben einen Strangle, die eine Seite hat schon Geld verdient und jetzt ziehen wir die ein bisschen näher ran oder so. Aber im Verlustfall habe ich vielleicht 1 oder 2 Trades im Jahr gehabt, wo ich dreimal adjustieren musste. Der Rest ist nach einmal adjustieren, spätestens zweimal adjustieren, im Grunde genommen in trockenen Tüchern. Und wenn ihr das mal eine gewisse Zeit macht, dann werdet ihr 2 Sachen feststellen. Nummer 1, das System funktioniert, ihr habt Vertrauen und alleine das wird eure Trading-Ergebnisse dramatisch verbessern, weil ihr diese Situationen plötzlich völlig anders seht. Ihr seid nicht mehr panisch, ihr seid nicht mehr hektisch, sondern ihr zieht die einfach durch. So, und Punkt Nummer 2, den ihr erkennen werdet, ist, dass der einzelne Trade überhaupt keine Auswirkungen hat. Ihr könnt euch das zum Beispiel auch anschauen in den, ich kann euch das mal hier einblenden an der Stelle, also wenn ihr euch zum Beispiel mal alle Trades anschaut, die wir dieses Jahr im Optionsbrief gemacht haben. Da waren natürlich auch Trades dabei, die wir mit deutlichen Verlust abschließen, die wir mit Verlust abschließen mussten. Ne? Das ist so. Wir hatten sogar bei den kleinen Konten, wir machen vielleicht mal hier die Trades aus dem kleinen Konto, da hatten wir sogar einen Trade dabei, der sehr, sehr groß war im Verhältnis zu den üblichen Gewinnen, die wir haben. Am Ende, Stand per heute, liegen wir trotzdem weit über 25% im Plus oder vielleicht sogar 26%, weiß ich nicht genau. Ne? Das heißt also, der einzelne Trade ist überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist euer Kontostand. Und wenn ihr so eine Situation habt, dann schaut am besten immer auf euren Kontostand. Was hat sich denn da getan? Und wenn ihr vernünftige Positionsgrößen fahrt, dann werdet ihr sagen, hey, ich habe hier 1 oder 2% verloren. So what? Ja? Also es ist überhaupt nicht schlimm, sondern das Gesamte ist entscheidend, das System funktioniert als solches, das Konzept funktioniert als solches. Und zwar nicht, weil ich es euch sage, sondern weil es in sich logisch und schlüssig ist. So, und wenn ihr wirklich gut werden wollt im Optionshandel, dann bleibt einfach dran und entwickelt dieses Vertrauen. Ich kann euch dann nur motivieren, ich kann euch das mit meinen Ergebnissen zeigen, kann sagen, hey, es geht, es ist kein Marketing-Blabla, sondern in der Realität funktioniert es, aber ihr müsst euch selber die Chance geben, es zu erleben, und das könnt ihr nur, wenn ihr das Ganze entsprechend mal eine gewisse Zeit konsequent durchhandelt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir eure Erlebnisse und eure Erfahrungen mit den Adjustierungen einfach mal hier in die Kommentare schreibt. Und dann auch noch gleich die Frage, soll ich in Zukunft auch wieder ein bisschen mehr solche Videos hier machen? Ne? Also dass ja einfach mal, dass ich mal so ein paar Dinge zeige ohne Charts oder so, oder sagt er, nein, komm, richtig Content, also so richtig Inhalte, oder sollen wir so eine Mischung machen? Ihr werdet das
ihr werdet das mir sagen und dann werden wir das entsprechend oder ich werde das entsprechend so machen. Jetzt könnt ihr natürlich euch mal dieses Buch besorgen, wenn ihr das wollt. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Also wie gesagt, das ist schon, sowas hat man hier im Schrank stehen, ne? Wenn mal einer kommt und sagt, boah, du liest aber hochwertige Literatur, ne? Das könnt ihr dann so vor den Grisham stellen oder für irgendwas, was ein bisschen leichter zu lesen ist. Aber naja, macht euch doch mal eure eigenen Gedanken darüber. Das war's für heute.